Hallöchen, herzlich willkommen zu einer wunderschönen Runde. Hexion. Ja, ich habe meinen Turm fertig gebaut und der sieht jetzt so aus. Und es gibt ja gar keinen Eingang. Was ist denn hier los? Und zwar habe ich mir so gedacht. Hier geht es nämlich runter. Und damit habe ich dann alles schon mal mit diesem Holz hier gemacht. Mit sogar ein paar Fackeln. Oh lala. Lebe zum Detail. Ja, und dann kann man hier rein, hier schöne drei Fackeln, das Fackelproblem ist natürlich gelöst. Hier ist ein End-Crafting-Table, das hier ist ein Crafting-Bench-Teil da. Und das hier ist ein ganz normaler Crafting-Table. Ach, keine Ahnung, das sind halt, bei den beiden kann man auf jeden Fall craften und bei denen kann man End-craften. Ne? Und ganz oben habe ich dann nochmal eine Falltür hingemacht. Und da gibt es nochmal einen Braustand. Hier einmal eine Jukebox mit verschiedenen Sachen. Hier habe ich ein bisschen Essen reingetan. Alles, was ich einmal erfarmt habe. Und hier ist das noch. Ja, so sieht der Turm aus. Ich wollte aber noch ein paar Turmmauern dahin ziehen. Und dann sogar noch einen Eingang hinmachen. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann aussehen wird. Ich weiß auch noch gar nicht, wo ich das Ganze dann dahin tun will. Ich habe mir sogar mal überlegt, dass ich hier bei diesem Randding, dass ich da sogar so Lava hinmache. Wie cool wären das? Das wäre schon ziemlich cool. Aber ich bin mir noch gar nicht sicher, wie ich das jetzt bauen werde. Deshalb habe ich jetzt hier ein paar viele Sachen mitgenommen. Und dann schauen wir einfach mal. Lava wäre theoretisch schon ganz nice. Wenn ich jetzt halt alle zwei Blöcke immer so 1, 2, 3, 4, 4 hochgehen würde. 2, 3, 4. Ich weiß halt nicht, ob das wirkt. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist so ein bisschen mein Problem. Ah ne, 2 Blöcke ist schon echt. Das ist schon kritisch, ehrlich gesagt. Ja, aber vielleicht sieht das ja gar nicht so schlecht aus. 1, 2, 3, 4. Da muss er sich natürlich auch ein kleines bisschen ausprobieren. Wie wäre es dann, wenn ich dann da so welche Teile dahin mache? Lass mal schnell von außen schauen. Wow. Ist schon, sieht schon ziemlich gut aus. Okay, da muss ich noch ein kleines bisschen überlegen, wie ich das am besten besser mache. So, weg damit. Ja, das ist noch alles nicht so krass ausgeprägt. Oh, nee. Gut, wie wäre es denn, wenn ich jetzt halt alle vier nochmal sowas mache? 1, 2, 3, 4. Dann hätte ich jetzt hier 1, 2, 3, 4 wieder. Dass man halt so mal lang schaut, dass man da sagt, okay, unten kommt Cobblestone hin. Da kommt hier das hin. Da das. So, und dann könnte man vielleicht noch sagen, dass man... Das ist jetzt hier bloß so, damit ich halt hier stehen kann. Dass man jetzt hier vielleicht sogar noch irgendwas hinmacht. So ein, eigentlich wäre es schöner, wenn ich sogar hier das alles wegmache. Zack, und unten immer nur Cobblestone. Okay, ich kann gar nicht versprechen, Cobblestone immer, also Bruchstein. Und hier oben das hier. Ja, so sieht es geil aus. Freunde. Oh, schaffe ich's? Ah, yo, alles klar. Hell, habe ich jetzt kaum Schaden bekommen? Hä? Habe ich die Cheats aktiviert? Was ich nicht ganz verstehe, ich bin doch bloß gerade hochgeflogen, oder? Ach, keine Ahnung. Ja, so sieht das eigentlich wirklich gar nicht mal so schlecht aus. Oh Mann, was mache ich denn hier alles? Lass doch einmal vom Außen schauen. Ja, das ist eigentlich... Finde ich jetzt echt nicht so schlecht. Fürs Erste. Immer so im Vierer-Abstand. Obwohl, da wird eigentlich dieser Zweier-Abstand es auch schon tun. Nee, aber Vierer ist besser. Vierer ist schon ganz gut. Ich glaube, wenn man das jetzt wirklich mal konsequent... Alter! Das ist so problematisch, wenn man einfach Hexen spielt und dann das normale Minecraft noch spielt, weil hier ist irgendwie alles anders, finde ich. Mann, also ich will jetzt das nicht rechtfertigen, mein No-Skill. Ich als No-Hand. Aber das... ist schon echt schlimm. Okay, zum Glück habe ich es noch geschafft, den Satz zu beenden. Ihr habt gemerkt, ab einer gewissen Länge eines Satzes
gestaltet es sich immer als sehr problematisch, weiterzureden. Und das, oi, da war gerade sogar der Fall. Aber wenn ich da jetzt noch so eine Mauer hätte, da noch mit Ding drin, dann könnte ich da in der Mitte auch noch so einen schönen Brunnen machen, alles so ein bisschen mittelalterlich gestalten. Ich denke mal, das wirkt dann ganz cool. Boah, vor allem, wenn da Lava da noch so dazwischen ist. Alter! Das wird richtig cool. Das Problem wird nur mit dem Holz sein. Daran habe ich jetzt gerade erst gedacht. Ja gut. Da muss man halt dann überlegen, wie man das dann am besten macht. Mit dem Holz. So, ich weiß nicht, ob das dann anbrennt. 1, 2, 3, 4. Das kann auch eigentlich gar nicht sein, dass das 4 sind. 1, 2, 3. Also 3 dazwischen ist ja wie hier sogar. Ja, Tatsache, es war halt wirklich so. Glaub es mir doch mal. Aber eine Seite fertig. Aber man musste halt auch noch irgendwelche, wie sagt man in der Fachsprache, Accessoires dahin machen. Was weiß ich noch, so eine Treppe oder... Jo, alles klar. So eine Treppe oder sowas. Da muss ich erstmal noch ein bisschen meine Modedesigner umfragen. Weil ich glaube, dass man da aus jeden Fall einiges rausholen könnte. Vielleicht, dass man sagt, ja, so ein kleines Treppchen da. Und da vielleicht was anderes. Da kenne ich keine Grenzen, ehrlich gesagt. Yo, alles klar, warum ist es eins niedriger? Ach, könnte es daran liegen, dass ich das eins höher gemacht habe? Daran könnte es echt liegen. Ja, daran wird es auch liegen. Das heißt, für mich, erstmal hier hochfliegen, das wegmache. Okay, gestaltet sich nicht sonderlich schwierig. Also nicht schwieriger als jetzt schon. Weil ich einfach das schon korrigiert jetzt habe. Guter Minecrafter ist, da geht das halt echt schnell. So. Die Frage ist halt echt, was macht man für Accessoires dahin? Vor allem, wie wirken diese dann? Weil wenn ich jetzt hier so diese Mauer anschaue, ist das halt noch nicht so das Gelbe vom Ei. Da werdet ihr mir noch zustimmen. Spätestens, wenn es halt fertig ist. Eventuell, dass man sagt, tut eine Fackel dahin? Nee, ich probiere mich jetzt mal um. Okay. Wie wäre es denn mit sowas? Nein. Mit sowas. Und dazu... Heieiei. Sowas vielleicht? Und dazwischen Zäune? Alles klar, das sieht... Sieht schon ganz geil aus, ehrlich gesagt. Obwohl ich das da unten gar nicht mal so schlecht finde. Ja, aber... Nee, da kommt ja dann die Lava hin. Da kommt ja tatsächlich die Lava dann hin. Aber ich weiß noch gar nicht, wie das dann funktionieren soll. Habe ich eine Schaufel zufälligerweise dabei? Nein. Ist darunter denn noch was? Ich weiß, ich brenne Blöcke an. Oh oh. Das braucht so lange. Ah, es geht sogar zwei runter. Das ist cool. Dann müsste es alles zwar runtergehen. Ich brauche eine Schaufel. Zum Glück habe ich mal eine Workbench da oben. Beziehungsweise da unten. So. Ich werde mir daraus schnell was machen. Ah, also ihr seht, ich mache rechte Fortschritte hier. Ja, jetzt mache ich nur welche aus Stein. Besser als nichts zu besitzen. Sagte mal ein kluger Mann. Die Frage ist halt, wo kriege ich jetzt Lava her? Gut, das habe ich mich auch schon gefragt. Aber man könnte... Oh shit, da ist mir was eingefallen. Man könnte ja theoretisch einfach... Hä? Wie lange willst du ein Loch brauchen? Warum dauert es so lang? Okay. Das ist aber sehr komisch. Ich könnte schwören, dass ich das mal schneller abgebaut habe. Ah. Hä? Ach, diese oberen baut man einfach nur schneller ab. Ah, okay. Ja gut, das konnte ich ja nicht wissen. Ne? Das werde ich dann offscreen halt alles mal so zwei runter machen. Aber ich will jetzt einmal diesen Lavasee mal ausprobieren, ob dann wirklich das Holz anbrennt. Aber ich will jetzt einfach mal auf Nein tippen.
Weil warum auch? Warum sollte das Holz einfach anbrennen? Yay, ich habe mir jetzt einen Lava-Eimer besorgt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann jetzt hier aussieht. Ich platziere den jetzt am besten mal dahin. Und schau dann gleich, ob das alles hier anbrennt. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen, im Ganzen und Vollen, ist das gar nicht mal so schlecht. Also, so diese Burgmauern, made by me, glaube ich sogar, dass die ganz cool sind. Auch mit dem Lava, oh shit. Da habe ich mich aber mal wieder ganz schön übertroffen. Jetzt schauen wir das Ganze mal von weiter weg an. Ich finde das eigentlich ganz nice. Jetzt mal no hate, aber ich finde, das sieht schon ganz cool aus. Das sieht halt echt cool aus. Schon, ja. Ich überlege mir gerade sogar, ob ich nicht diese ganzen blauen Schleimdinger wegmache und alles mit Cobblestone ausstatte. Aber dann wäre es ja überhaupt gar keine fliegende Insel mehr. Wisst ihr, wie ich meine? Dann wäre das keine fliegende Insel mehr. Gut, ich glaube sogar, ich probiere jetzt mal so ein bisschen hier zu tricksen. So. Pass mal. Danke, dass ich so ein Jump'n'Run-Pro bin. So, das war jetzt bloß so für mein Selbstwertgefühl. Und nochmal zurück. Okay, ich habe es noch drauf. Ich könnte ja hier einmal so welche Mauern rummachen. Wirkt das wie so Zacken, wisst ihr, wie ich meine? Oh, shit. Das wirkt wie, als wollte man irgendwas ganz Besonderes machen. Okay, und dann habe ich mir sogar noch weiter überlegt, jetzt kommt's, dass ich Cranky Capone YouTube hier sowas mache. Ja. Und dann könnte ich... Wartet, Freunde, gleich kommt die Idee. Ich könnte ja tatsächlich das so machen. Aber ob das dann noch gut aussieht, fragt ihr euch sicherlich gerade. Die Antwort auf eure Fragen werden jetzt beantwortet. Nein, das sieht absolut scheiße aus. Aber wenn ich jetzt alles aus Cobblestone mache, dann könnte das vielleicht sogar ganz cool aussehen. Ey, was bin ich denn heute für ein Noob? Boah, also dafür muss ich mich ja schon fast schämen, das hochzuladen. Okay, pass auf, jetzt mache ich noch einen Beherzensprung. Zack. Okay. Wenn ich die jetzt hier wegmache. Ich muss es hier mal meinen Skill kurz beweisen. Schaut her, Freunde. Schaut. Yo, der schafft das halt einfach nicht. Okay. Beim nächsten Mal ohrfeige ich mich. Okay, ich habe mich geohrfeigt. Das gibt's doch gar nicht. Also jetzt langsam wird's aber lächerlich. Lächerlich. So, gehe ich mal hier weiter weg. Okay. Jetzt schauen wir das Ganze mal an. Finde ich sogar recht geil. Das sieht sogar ganz nice aus, finde ich jetzt. Ja, so langsam komme ich aber auch hier in den Trend hinein. Von den Modemachern. Ja, okay, das lasse ich. Und da kommen dann immer diese hier hin. Und bei so längeren Passagen kommen dann solche hier hin. Doch, Freunde. Das ist sogar ganz cool. Aber jetzt ist halt hier viel Cobblestone. Es ist die Frage, ob es nicht sogar besser aussieht, wenn man das Ganze dann hier aus diesen Stone Bricks macht. So. Aus denen kann ich ja, glaube ich, auch Treppen machen. Mache ich aus denen dann auch noch Treppen? Ah, das war sogar einmal zu viel des Guten. So. Zack, zack. Bum, bum, bam, bam, bum, bum. Schauen wir erstmal, wie das aussieht. Erstmal wieder einmal ganz geskillt dahin. Oh, sogar geschafft. Sieht sogar besser aus. Ja, ja. Ja. Alles klar, das mache ich dann. Gut, Freunde. Dann würde ich aber sagen, was ist dann von diesem Part? Ne, warte. Ich mach hier wirklich eine Mauer fertig. Ne? Eine Mauer mache ich fertig. Egal, wie lange das dauert.
Ich will den Rohbau haben und dann euch sagen, dass ich das offscreen mache. So. Nicht, dass ihr denkt, dass ich das ohne euch mache. Gut, mache ich ja, aber... Wisst ihr, wie ich meine? Das ist immer so ein bisschen die Problematik bei mir. Okay, jetzt fliegen wir einmal hoch und schauen nochmal nach da. Oh, eieiei. Ja, das wirkt schon echt nice. Okay, so lasse ich das dann sogar. Ja, ist jetzt noch nicht das Krasseste, aber man kann es lassen. Man kann es einfach lassen. Also für eine Burg, die von mir... Also für eine Burgmauer, die von mir designt wurde, kann man das wirklich lassen. Ich kann mir ja gerne mal was unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das so findet. Oh, shit. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder, wenn das Ganze da mal fertig ist. Also bis dann, macht's gut und ciao. Cranky Capone, Cranky Capone, Cranky Capone, yeah. Yeah, 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 Cranky Capone, Cranky Capone, Cranky Capone, yeah.